Hannibal, der Mann, der über die Alpen zieht, um Rom in die Knie zu zwingen, mit Elefanten im Gefolge, weil Elefanten zu dieser Zeit das sind, was Panzer heute sind. Sie sorgen für mächtig Respekt und Angst. Krieger lassen schon die Waffen fallen, wenn sie einen Elefanten nur von Weitem sehen. Deshalb also diese Elefanten. Aber Hannibal schafft es nur, einen Elefanten wirklich lebend über die Alpen zu bringen. Trotzdem gilt er heute als großer Feldherr. Warum eigentlich? Darum geht's jetzt. Wir fangen mal ganz klassisch an, und zwar im Jahr 246 vor Christus. In diesem Jahr wird Hannibal geboren, und zwar in Karthago. Karthago ist heute eigentlich nur noch so ein Touristenziel in der Nähe von Tunis in Tunesien. In dieser Zeit ist es aber eine riesige Metropole. Weit mehr als 500.000 Menschen leben dort. Außerdem gehört zu Karthago auch noch Teile von Nordafrika, von Südspanien, von Sizilien und auch von Korsika. Also ein Riesenreich. Und zwar ein Riesenreich, das sich gerne auch mal mit anderen anlegt. Vor allem mit Rom. Mit Rom führt Karthago insgesamt drei Kriege, nämlich die sogenannten Punischen Kriege. Die heißen deshalb so, weil die Einwohner Karthagos von den Römern Punier genannt werden. Worum es in diesen Kriegen geht, das ist auch aus heutiger Sicht noch sehr gut nachvollziehbar, denn es geht, wie so oft, ums Geld. Die Gegend, in der Karthago mächtig ist, die ist für Seehandel sehr gut geeignet und das passt den Römern natürlich nicht so wirklich gut. Der erste Punische Krieg wird angeführt vom Vater Hannibal. Und der ist Chef des Heeres. Allerdings muss man sagen, so rückblickend, jo, er war stets bemüht, aber so erfolgreich war er nicht. Denn der erste Punische Krieg, der geht verloren. Karthago muss Sizilien, Sardinien und Korsika an die Römer abgeben und ist wirklich geschlagen am Boden, so geschlagen, dass Hannibals Vater schwört, es gibt Rache. Und zwar Rache seiner beiden Söhne. Und da ist natürlich auch Hannibal mit gemeint. 23 Jahre später, im Jahr 218 vor Christus, ergibt sich dann die Chance auf Rache. Denn Rom zettelt einen zweiten punischen Krieg gegen Karthago an und Hannibal ist Oberbefehlshaber des Heeres. Hannibal weiß aber, und das ist kurz zur Einordnung, denn es wird gleich viel um Schlachten und so gehen, Hannibal weiß, dass Karthago vor allem eine Landmacht ist. Rom ist aber eine Seemacht. Da ist natürlich die Frage, wie schafft man es, Rom zu besiegen? Und der Plan von Hannibal ist es, wir greifen Rom über Land an. Und das setzt er dann auch in die Tat um. Mit etwa 50.000 Fußsoldaten, 9.000 Reitern und 37 Elefanten macht sich Hannibal auf den Weg. Zuerst landet er in Spanien und dann über Spanien will er weiter über die Alpen nach Italien. Das ist natürlich nur möglich, wenn man die Alpen überquert und das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Hannibal schafft es, aber wirklich nur unter großen Verlusten. Er muss gegen verfeindete Stämme kämpfen, er verliert einen großen Teil seiner Elefanten, Krieger werden krank oder umgebracht und so viele Leute kommen dann gar nicht mehr auf der anderen Seite der Alpen an. Zumindest nicht so viele, wie Hannibal sich das erhofft hatte. Aber Hannibal hat auch einen Erfolg, denn er gewinnt die Kelten als Verbündete. Mit Unterstützung der Kelten marschiert Hannibal in den Süden Italiens ein und da reagieren die Römer schließlich. Sie schicken verschiedenste Feldherren, um Hannibal zu schlagen, aber man muss sagen, keiner dieser Feldherren ist Hannibal wirklich gewachsen. Seinen größten Sieg feiert Hannibal am 2. August 216 vor Christus bei der Schlacht von Cannae. Da schafft es Hannibal mit einer völlig neuen Taktik, den Gegner einzukesseln. Er greift die Römer auch von hinten an und damit haben sie überhaupt nicht gerechnet. Dazu kommt noch, dass sich die Feldherren, die für diese Schlacht zuständig sind für Rom, nicht so wirklich einig sind, wie sie jetzt den Kampf gegen Hannibal führen können. Und so gewinnt Hannibal also auch diese Schlacht. Hannibal ist also extrem erfolgreich, aber er macht ab einem gewissen Punkt nicht mehr weiter. Er stößt nicht direkt bis ins Zentrum Roms vor. Warum? Historiker sind sich heute einig, dass Hannibal ziemlich realistisch gewesen ist und sagt, okay, ich weiß das richtig einzuschätzen, ich habe nicht genug Power, um so weit zu gehen. Und dass es Hannibal vor allem wichtig ist, die verschiedenen Stämme aus ihrer Abhängigkeit von Rom zu befreien, damit Rom nicht über diese Stämme immer wieder Nachschub an Soldaten generieren kann, die dann weiter nach Karthago geschifft werden. Zuerst geht dieser Plan von Hannibal auch ganz gut auf. Einige Stämme wenden sich tatsächlich von Rom ab. Die Großmachtstellung gerät in Gefahr, aber dann wird es für Hannibal schwierig, dieses große Gebiet zu kontrollieren und zu besetzen. Und deshalb sagt Hannibal seinem Bruder Bescheid in Karthago, bittet ihn um Hilfe, klappt aber nicht wirklich, denn der Bruder wird in den Alpen abgefangen, von römischen Soldaten umgebracht und sein Kopf wird an Hannibal geschickt. Es ist ein Symbol dafür, dass die Schlacht
immer mehr verloren geht. Ein großes Problem für Hannibal ist, dass er auch nicht wirklich viel Nachschub an Soldaten hat. Er wird immer weiter zurückgedrängt in Spanien, aber auch in Nordafrika. Dort kommt es in Zama zur entscheidenden Schlacht. Hannibal wird zwar noch zurückgerufen nach Karthago, um die Stadt zu verteidigen, aber da ist es schon zu spät. Karthago verliert alle Gebiete außerhalb Nordafrikas und darf ohne die Erlaubnis Roms keine Kriege mehr führen, also ist ziemlich eingeschränkt. Hannibal resigniert, zieht sich aus der Außenpolitik, was damals einfach Kriege führen ist, zurück und geht in die Innenpolitik. Er wird in Karthago zum Sopheten gewählt, ein sehr hohes Amt, vergleichbar mit dem Konsul von Rom. Und er setzt seinen Einfluss sehr schnell durch und er will wirtschaftlichen Aufschwung für Karthago. Oder schafft er auch, indem er unter anderem, und das ist ein großes Problem im Endeffekt, ärmeren Menschen, Menschen mit weniger Rechten, mehr Macht und mehr Mitspracherechte gibt. Und das gefällt natürlich dem Adel in der Stadt nicht. Hannibal muss sich schließlich dann geschlagen geben und sogar Karthago verlassen, weil er dem Druck einfach nicht mehr gewachsen ist und weil es für ihn zu gefährlich wird. Was danach kommt, ist historisch gesehen nicht mehr ganz so bedeutend. Hannibal schafft es nämlich nie wieder, großen Einfluss zu bekommen. Er sucht Unterschlupf bei griechischen Monarchien in Kleinasien, kommt schließlich unter bei König Prusias von Bithynien, aber der will ihn dann, wahrscheinlich weil er eine Menge Geld dafür bekommt, an Rom ausliefern. Und da sagt dann Hannibal, okay, bevor das passiert, da setze ich meinem Leben lieber selbst ein Ende und er bringt sich schließlich um. Wenn ihr künftig keine geschichtlichen Videos mehr verpassen wollt, dann klickt einfach auf Abonnieren. Dann kriegt ihr künftig alle neuen Videos hier auf Zeitreise2Go. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.